Was habe ich noch gesehen? Krokodile. Seven versus Wild, Panama. Die zweite Staffel ist in den Tropen und das ist einfach vom Gefahrenlevel her nicht vergleichbar. Diese Vielfalt, kann ich das essen oder nicht? Welches Tier ist giftig? Alles, was sich nicht schnell genug bewegt, fängt an zum Schimmeln. Ich bin gerade zum allerersten Mal vor der Kamera. Ich habe zum allerersten Mal in meinem Leben ein Intro erstellt und die Soundeffekte im Intro habe ich alle auch selbst gemacht. Keine Ahnung, Beatbox. Ja, ich hatte das eigentlich gar nicht vor mit Seven vs. Wild, aber es interessiert mich voll und ich will unbedingt selber auch wieder in die Tropen und ich liebe die Tropen. Das ist so perfekt. Ich möchte einfach Videos drüber machen. Ich habe mich noch nicht vorgestellt. Mein Name ist Sandra. Ich züchte seit 10 Jahren Schmetterlinge. Ich habe Zoologie studiert, das heißt alles, was Tiere betrifft im Prinzip. Und trotzdem weiß ich bei weitem nicht alles. Das ist unmöglich. Es gibt so vieles, was ich nicht weiß. Auch dort in den Tropen, wie ich da hinkommen bin, das war fast alles neu für mich. Ja. Einige Sachen habe ich gekannt, aber es war so vieles einfach neu. Ich habe auch die ganzen Gefahren gar nicht so eingeschätzt. Ich habe gewusst, okay, ja, es ist gefährlich, aber es ist dann doch gefährlicher, als ich gedacht habe. Obwohl ich ja in keiner Survival-Situation war. Aber wenn ich dahin müsste für Seven vs. Wild, diese Vielfalt, es sind so viele Pflanzen. So viele Tiere, die kennt man halt alle nicht, von uns zumindest. Und dass man da dann auch noch sich traut, überhaupt irgendwas zu essen, weil ich weiß ja dann nicht, was davon kann ich eigentlich essen und was nicht. Ich kenne diese Pflanze, aber vielleicht gibt es auch eine zweite, die schaut fast gleich aus und die ist giftig. Kann ich das dann essen oder lieber doch nicht? Welchen Teil davon kann ich essen? Muss ich es abkochen? Welches Tier ist giftig? Ich habe auf irgendeine Pflanze gegriffen. Darf ich mir jetzt noch ins Auge greifen oder in den Mund oder was auch immer? Fragen über Fragen. Es ist so umfangreich. Also die Tropen sind sehr, sehr artenreich. Man muss sich da echt gut auskennen. Und die vielen Geräusche in der Nacht. Also ich würde es mir wirklich nicht zutrauen. Respekt an alle, die dabei waren. Egal, wie lange sie es ausgehalten haben. Respekt. Und Respekt an alle anderen Leute, die sowas mal gemacht haben oder vielleicht sogar regelmäßig machen, eben die Tropen gehen und ja, Survival-Situationen durchstehen. Ich war leider erst einmal im Regenwald, aber in Costa Rica, das ist direkt neben Panama. Ja, ist ungefähr das gleiche Klima, ungefähr die gleichen Tiere und Pflanzen, die gleichen Gefahren. Und ich habe mir gedacht, das war so cool. Und deswegen möchte ich ein paar Sachen herzeigen. Es ist dort relativ viel Wasser. Es ist sehr feucht, hohe Luftfeuchtigkeit. Jeden Tag Regen. Also bei uns war wirklich jeden Tag ca. 15 bis 20 Minuten ein Regenschauer, ein richtig starker Regenschauer. So hat es immer ausgeschaut, wenn es geregnet hat. Also so ein richtiger Regenschauer. Es hat richtig geschüttet. Es war alles nass. Aber war ganz cool. Ja, wie gesagt, gibt es überall immer so kleine Bäche, viele Wasserstellen. Der ganze Wald ist richtig dicht. Da waren so viele Pflanzen. Da waren Pflanzen, die habe ich vorher noch nie gesehen. Oder vielleicht ab und zu mal in irgendeinem Geschäft als Zimmerpflanze oder so. Das ist eine Blüte von einer Ingwerpflanze. Ich habe das damals nicht gekannt, habe das auch zum ersten Mal gesehen und mir gedacht, oh mein Gott, was ist das? Jetzt weiß ich, okay, das ist eine Helikonie. Ich war so begeistert. Ich habe nur Fotos gemacht die ganze Zeit. Ich habe halt leider noch keine gute Kamera gehabt damals. Also die Fotos sind jetzt nicht die besten. Das Regenwasser wird da immer aufgefangen. Das da ist eine Bananenblüte, also von einer Bananenstaude. Und also mit dieser Pflanzenvielfalt hätte ich irgendwie gar nicht gerechnet. Obwohl ich immer gewusst habe, okay, die Tropen sind voll artenreich. Aber boah, was es da alles gibt. Im Regenwald sieht man auch, die Luftfeuchtigkeit ist so hoch. Es wächst überall Moos. Also auf den Bäumen, auf den Blättern und auf den Bäumen. Also hier ist ja eigentlich ein Baum. Auf den Bäumen wachsen so viele andere Pflanzen. Das ist richtig, richtig cool. Wirklich. Es wachsen ganz viele Epiphyten, heißen die Aufsitzerpflanzen, viele Bromelien, auch Orchideen zum Beispiel. Also auf jeder Pflanze wachsen so viele andere Pflanzen, das ist richtig, richtig cool. Diese Pflanze ist auch interessant. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich habe Biologie studiert, aber die Tropen sind ein Wahnsinn. So artenreich. Ich kenne ja nicht einmal alle Arten in Österreich. Und dann kommt man daher, es gibt viel mehr, das ist ein Wahnsinn. Und da war halt so eine, ich weiß nicht genau, was es ist, aber eine kleine Pflanze, die halt so am Boden gewachsen ist, mit einer blauen Beere drauf. Hat irgendwie giftig ausgeschaut, also keine Ahnung. Ich würde es nicht essen, glaube ich. Und deshalb, also ich würde mir das echt nicht zutrauen.
So ein Survival in den Tropen. Wahnsinn, nur mit sehr viel Ausbildung und Übung, würde ich sagen. Also am Abend, wenn es finster ist und man hat halt die Stirnlampe auf, dann fliegt einem halt alles Mögliche ins Gesicht. Also die Tiere werden halt angelockt vom Licht. Somit kommt halt alles direkt zu deinem Kopf. Und wenn mal so ein großer Käfer auf dir sitzt, also anziehen und runternehmen, das bringt nichts außer Schmerzen. Weil der Käfer hat natürlich Angst, wenn du ihn nehmen möchtest. Und dann klammert er sich ja richtig fest, weil der weiß ja nicht, bist du ein Fressfeind und willst ihn jetzt essen. Deswegen hält er sich fest. Logisch. Ja, und diese großen Käfer, die haben natürlich auch große Widerhaken an den Beinen. Und man spürt halt diese Krallen. Also man muss wirklich schauen, die Tiere dann runterzulocken auf irgendein Blatt, auf irgendwas Attraktiveres. Was relativ einfach ist, Insekten krabbeln eigentlich fast immer nach oben. Das bedeutet, wenn das Tier jetzt irgendwo da sitzt, ja, dann haltet man am besten da ein Blatt Papier oder irgendwas anderes hin, wo das Tier drauf kraxeln kann. Weil sie krabbeln meistens nach oben und somit kann man das eigentlich ganz einfach lösen. Also wenn man mal die paar Tricks kennt, dann ist das nicht schwer. Viele kann man auch mit Licht anlocken oder manche Tiere sind lichtscheu, so wie Schaben. Also wenn du halt Licht machst, dann laufen sie davon und verstecken sich in irgendwelchen dunklen Spalten. Also wenn man sich ein bisschen auskennt und ein paar kleine Tricks anwendet, dann kommt man eigentlich sehr leicht klar mit den Tieren. Ich habe da so viel gesehen, so viel. Ich habe sehr viele Spinnen gesehen. Tausendfüßler, die auch giftig sein können. Ich habe sehr oft, überraschenderweise sehr oft im Regenwald einfach so Insekten gefunden, die auf den Blättern gesessen sind. Eigentlich so, als würden sie noch leben, aber die haben sich nicht mehr bewegt und es sind Pilze aus ihnen rausgewachsen. Also wenn man das sieht, das lebt nicht mehr. Aber diese Tiere waren durch die Pilze irgendwie so festgewachsen auf den Blättern. Das ist echt ein Wahnsinn. Das war eine Ameise, die auch komplett verschimmelt war. Die Tiere, also ich habe sowas bei uns in Europa noch nicht gesehen. Die Insekten sitzen einfach da und verschimmeln. Da hat man wirklich das Gefühl, alles, was sich nicht schnell genug bewegt, fängt an zum Schimmeln. Ich habe viele Schlangen gesehen. Das hier ist eine Lanzenotter. Die Lanzenotter ist sehr giftig. Das war irgendeine kleine Schlange, die hat auch irgendwas gefressen, hat irgendwas im Bauch gehabt. Genau, wer sieht die Schlange hier in diesem Bild? Da sieht man sie ein bisschen genauer. Und da sieht man auch, was für Muskeln Schlangen haben. Also, puh. Was habe ich noch gesehen? Krokodile. Ja, gibt es wirklich. Und ja, ich habe extrem viele gesehen. Also, in allen Süßwasserstellen, die ein bisschen größer waren, waren welche drinnen. Das sind Kaimane. Die gehören auch zu den Krokodilen. Sie sind, wie man sieht, ganz gut getarnt. Bei den Kaimanen, da waren auch Baby-Kaimane, ganz viele. Bei dem einen Teich mit den Kaimanen zusammen habe ich auch Schnappschildkröten gesehen. Die waren wohl die einzigen oder einer der wenigen Tiere, die mit ihnen da gut leben können. Ihr seht diese roten Lichter da hinten. Die roten Lichter, das sind alles Augen von Kaimanen, die gerade im richtigen Winkel her schauen, dass das Licht schön reflektiert. Es ist halt alles voller Tiere. Ich war wirklich erstaunt, also wie viele Tiere man da sieht. Wenn man bei uns rausgeht in den Wald, ja, okay, dann sieht man halt auch ein paar Insekten oder so manchmal. Aber da ist im Regenwald, das ist alles voll, richtig voll. Das ist so cool. Und ich war halt meistens in der Nacht draußen. Und da ist halt noch viel mehr. Richtig cool. Fische. Also ich habe dort im Süßwasser Fische gesehen, die ich sonst nur aus Aquarien gekannt habe. Aber das war auch kein Wunder. Ich habe es richtig cool gefunden. Weil die Fische, die man so in den Aquaristikgeschäften kaufen kann, also für Aquarien, das sind halt tropische Zierfische, wie man sie nennt. Kommen aus Afrika, Indonesien, Südamerika, Mittelamerika. Und das war echt cool. Also ich habe da sehr schöne verschiedene Wälse und alles Mögliche gesehen oder Barsche. Auch Garnelen und Krabben. Das war ein cooler Basilisk. Aber ich war halt nie alleine, weil ich würde mich das ehrlich gesagt nicht trauen. Es gibt so viele Pflanzen und Tiere, so viele giftige, so viele gefährliche, was man gar nicht weiß. Dann isst man vielleicht irgendeine Pflanze, ups, war es doch die falsche. Ja, es kann alles sein. Mir ist so oft passiert, dass ich ausgerutscht bin, weil halt alles ziemlich matschig war und rutschig vom Regen. Und ja, ich bin halt öfter ausgerutscht und was macht man, wenn man ausrutscht?
hält sich automatisch irgendwo am nächsten Baum an. Das sollte man nicht tun, bevor man nicht hingeschaut hat und gesehen hat, okay, da sitzt keine Schlange, da sitzt keine Spinne und so weiter und so fort. Aber das sieht man halt auch nicht, wenn man gerade ausrutscht und ja, das geht einfach sehr schnell. Ja, da war so ein großer Gecko auf der Scheibe zum Beispiel, dann da ist noch eine Agame. Ja, Insekten, Frösche, also die Tiere sind meist sehr gut getarnt. Da eine Stabschrecke. Genau, also ich sage jetzt nicht zu allem was dazu, aber man sieht es, denke ich. So, wer sieht den Frosch in diesem Bild? Ich habe schon hingezoomt, so, das ist einfach. Aber ich finde es richtig cool, wie gut die Tiere getarnt sind. Das Foto finde ich cool, es waren halt, wie gesagt, immer wieder so kleine Bäche und so. Da war aber auch wieder ein Wespennest. Und es gibt so viele verschiedene Arten. Das war ganz cool. Auf diesem Blatt sitzt eine leere Haut von einer Heuschrecke. Also da hat sich eine Heuschrecke gehäutet mit richtig langen Fühlern. Und diese ganzen Fühler, die häuten sich mit. Das ist nur die leere Haut. Und die Heuschrecke hat den ganzen Fühler rausziehen müssen eigentlich bei der Häutung. Und bei der Häutung ist es so, Insekten haben halt, sie haben keine richtigen Lungen wie wir Menschen oder so, sondern sie haben im ganzen Körper sowas wie Schläuche, so ein Schlauchsystem, über das sie atmen. Und diese Schläuche, die werden alle mitgehäutet, also die Innenauskleidung sozusagen der Schläuche. Also das sind diese Fäden, die man dann noch sieht. Die Häutung ist wirklich wahnsinnig, wahnsinnig spannend. Wirklich cool. Dann hier noch eine Heuschrecke bei der Häutung. Da hängt die Haut und drunter die Heuschrecke. Die Flügel schauen richtig faszinierend aus. Richtig cool. Spinne, Schmetterlingsraupen, Skorpion. Ja, das war, also ich habe nur einen Skorpion gesehen, aber ja, es gibt Skorpione. Ich würde mich wirklich nicht trauen, dort im Freien zu schlafen, ohne andere Personen, ohne Möglichkeit hineinzugehen, ohne Möglichkeit was zu essen, wo man weiß, okay, das ist nicht giftig, und ohne Möglichkeit was zu trinken, wo man weiß, okay, das ist nicht gefährlich, nicht giftig und ich kriege keinen Durchfall oder so. Es sind so viele Fragen und es sind so extrem viele Arten. So viele Tiere, so viele Pflanzen. Wahnsinn. Denkt einmal an das Thema Schmetterlinge. Die sind ja recht schön und auffällig. Die kennen oder die bemerken die meisten Leute. Wie viele Schmetterlingsarten kennt ihr und könnt ihr auch benennen beim Namen ungefähr? Ich könnte mir vorstellen, dass das bei einigen Leuten so 10 Arten vielleicht sind. Vielleicht auch weniger. Aber habt ihr euch schon mal gefragt, wie viele Schmetterlingsarten gibt es eigentlich? In Deutschland oder in Österreich? In Österreich und Deutschland gibt es jeweils 4000 Schmetterlingsarten. Und ich, obwohl ich Zoologie studiert habe und obwohl ich Schmetterlinge gerne züchte, kenne ich bei weitem nicht alle Arten, weil es einfach so viele gibt. In den Tropen gibt es halt viel mehr. Und ich habe das vorhin nachgeschaut, weltweit gibt es ungefähr 160.000 Arten von Schmetterlingen, die meisten in den Tropen. Und das sind nur Schmetterlinge. Ein Frosch, wieder mal gut getarnt und schön lächelnd. Spinnen ohne Ende, Frösche ohne Ende, weil es ist halt nass und feucht. Das war eine Art Gottesanbeterin. Sieht man gar nicht, weil die so dünn ist. Schaut eigentlich aus wie eine Stabschrecke, aber die hat diese typischen Fangarme. Und wenn man das Gesicht anschaut, also es ist das typische Gesicht einer Gottesanbeterin oder einer Mantis. Frösche, wieder mal Schmetterlinge, schöne Schmetterlinge gibt es übrigens. Ein schöner Schwärmer, also auch ein Schmetterling. Schwalbenschwanzschmetterling. Schmetterlingsraupe. Diese Heuschrecke, die ist doch richtig gut getarnt auf den Blättern. Das schaut so cool aus. So cool. Weil einfach diese Blätter so bewachsen sind mit allem Möglichen. Und boah, die Tiere sind echt cool. Da ist eine Stabschrecke, die hat sogar Flügel. Nicht alle haben Flügel, aber manche Arten. Ganz cool, das sind zwei Schaben. Zwei Schaben, die sich gerade paaren. Ja, da war wieder ein Barsch im Wasser. Sieht man ein bisschen schlecht. Ich glaube, das ist irgendein Salmler, dazu sagen, aber ja, ein Barsch. Genau, Frösche wieder mal gut getarnt. Ein Glasfrosch. Da war ein Kolibri. Ah, genau, es war auch ein Kolibri in meinem Zimmer. Ah, ich habe mir eingebildet, dass ich davon auch Fotos habe. Oder ist das so genau? Nein, der war im Freien, der war draußen. Das ist ein Agouti. Das sind Nagetiere, die sind ja circa so groß, so wie ein Feldhase, kann man sagen. Und die gab es halt da in Costa Rica auch in großen Mengen. Die waren da am Boden überall. Genauso wie diese größeren
Vögel, ich glaube Turacos haben die geheißen, die sind da auch immer herumgegangen. Ah ja, das ist schon das Ende, cool. Jawohl. So, jetzt habe ich euch alles eigentlich gezeigt, extrem viel von meiner kurzen Costa Rica-Reise. Aber in dieser kurzen Zeit habe ich so viel gesehen, so viel gelernt, so viel kennengelernt. Also ich hoffe, ich habe euch einen guten Einblick von mir geben können in den tropischen Regenwald Mittelamerikas, wo ja auch Seven vs. Wild in der Nähe stattfindet. Es gibt so viel zu lernen. Es gibt so viele Tierarten, Pflanzenarten, Ökosysteme, wie das Ganze zusammenspielt, welche Tiere andere Tiere fressen oder was auch immer. Wie sind die Nahrungsketten? Also es gibt so viel, das geht sich in einem Menschenleben gar nicht aus, alles zu lernen. Das ist richtig cool. Und in den Tropen, da sieht man das so richtig. In den Tropen wird einem das richtig bewusst.